Nachdem euch Michi jetzt ein bisschen was zur Theorie erzählt hat, möchte ich mal ein bisschen in das praktischere Umfeld reinschauen. Mein Vortrag ist Node.js on Embedded Hardware. Und ich möchte mal damit einsteigen, dass als ich mich zum ersten Mal mit dem Thema auseinandergesetzt habe, waren das so zwei Welten, die für mich überhaupt nicht zusammengepasst haben. Für so einen Node.js-Entwickler gibt es halt immer jeden Monat neues Framework und fancy Shit und alles Mögliche. Und in der Embedded-Welt ticken da die Uhren tatsächlich etwas langsamer. Es wird viel in C geschrieben und es wird seit vielen, vielen Jahren auf die gleichen Libraries und Protokolle gesetzt. Trotzdem zeichnet sich so ein Trend ab, dass die beiden Welten immer mehr ineinander greifen und verschmelzen. Und das liegt meiner Meinung nach daran, dass beide Welten spezifische Vorteile haben, die wir jetzt endlich kombinieren können. Und ich will da mal mit Node.js kurz einsteigen. JavaScript hat eine unglaubliche Verbreitung gefunden in den letzten Jahren. Es ist standardisiert, es ist gut dokumentiert und jeder, der hier sitzt, hat wahrscheinlich schon mal irgendwie eine GUI mit JavaScript oder HTML oder irgendwas in die Richtung gebaut. Das sieht man auch so ein bisschen an der Anzahl der GitHub-Repos, die so in den letzten Jahren auf den Boden gespießt sind. Da sieht man, dass die JavaScript-Kurve steil nach oben gegangen ist und die anderen Sprachen gegebenenfalls ein bisschen verloren haben. JavaScript bzw. Node.js rühmt sich damit, eine High-Performance-Sprache zu sein. Man hört immer wieder, dass die Chrome V8-Engine ähnlich schnell wie C++ und C ist. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist, ich habe das nie gebenchmarkt, aber es muss was dran sein. Und es ist Non-Blocking. Außerdem bietet Node.js ein großes Ökosystem an und ein gutes Package-Management. Und es gibt halt irgendwie für jeden Anwendungsfall gibt es schon mal irgendwie eine Library, die man einsetzen kann oder sich zumindest mal angucken kann, wie es andere gelöst haben. Ja, Embedded Hardware. Ich habe schon so ein bisschen mitgekriegt, dass viele eher aus dem Webbereich da sind und manche wissen vielleicht gar nicht, was so richtig Embedded Hardware ist. Also ich will das mal ganz kurz definieren. Das ist halt ein kleiner elektronischer Rechner, meistens zur Überwachung, Steuerungs- oder Regelfunktion gedacht und er verarbeitet halt Daten und Signale. Mehr ist es eigentlich nicht. Und deswegen sind das auch ganz meistens recht kleine Devices, die aber in ihrem Use Case wirklich effizient und gut arbeiten. Und das sind wir wieder bei den beiden Welten. Und ich vermute, ihr denkt jetzt gleich wieder, das wird jetzt wieder so ein Raspberry Pi-Ding. Ich sage heute mal nein, weil es gibt da tatsächlich Alternativen und die möchte ich heute mal vorstellen. Bin ich jetzt verrutscht? Genau. Ich möchte euch mal ein anderes Board vorstellen. Hat jemand von euch schon mal das Intel Galileo gesehen? Okay, gut, einer immerhin. Ist nicht größer als ein Raspberry Pi, ist aber ein bisschen anders. Nicht runterfallen, brauch ich noch. Ich möchte mal was kurz zu den Specs verlieren. Der Intel Galileo hat einen 32-Bit Pentium-Prozessor mit 400 MHz und ausreichend RAM, sowie einen SD-Karten-Slot, hat 12 GPIOs. Wisst ihr alle, was GPIOs sind? Das sind diese kleinen Pins, wo man halt Eingänge und Ausgänge auslesen. Genau, GPIO. Er hat 3,3 Volt. Beziehungsweise 5 Volt Out, was man nutzen kann, und er ist kompatibel zum Arduino Uno Shield. Man kann ihn anbinden mit 7 bis 12 Volt und mit Power over Ethernet, was auch sehr interessant ist, so für Embedded. Das ist gerade was Entscheidendes gesagt, das Ding ist 5 Volt kompatibel bei den IOs zumindest. Damit kann man TTL-Logik, also die Logik, die seit 40, 50 Jahren existiert, anbinden. Okay. Hat man ein Problem, 3,3 Volt, das ganzen, viele ARM-Zyklen haben das, aber das ist einfach nur Scheiße. Die Schutz, die man kennt von 30 Jahren, gibt es nicht.
mehr, und dann, wenn dann nur ein FPGA hängt. Okay, das war mir jetzt noch gar nicht so bewusst, aber sehr gut. Connectivity, es gibt Ethernet und USB, Client und Host. Ich finde, also das Board ist von Intel und Intel hat da einiges richtig gemacht. Das Board ist zum einen Arduino zertifiziert und bietet Einsteigern in die IoT-Welt erstmal einen guten Ansatzpunkt. Arduino dürfte den meisten ein Begriff sein irgendwie. Ja? Man kann eigentlich gar nicht abschätzen, wie viel diese Plattform dieser ganzen Szene gebracht hat, dieser ganzen Maker- und IoT-Szene, weil, oder was es eigentlich dem Intel-Board gebracht hat, weil diese ganzen Beispiele, die man im Internet findet, das sind wirklich richtig, richtig viele, sind auch auf diesem Board anwendbar und damit, da kann man halt einfach schnell Ergebnisse erzielen. Und das bildet halt so ein Ökosystem. Das ist halt nicht nur die Hardware, sondern auch das Drumherum, was einfach passt. Intel hat das an der Stelle richtig gut gemacht. Außerdem gibt es das Intel XDK IoT Edition. Da komme ich dann gleich nochmal drauf, wenn ich euch eine kleine Demo zeige. Es gibt eine Menge von Beispielen, was ich schon erwähnt habe. Und es nutzt Embedded Linux. Auch, ja, dazu komme ich dann auch nochmal ganz kurz. Dann habe ich erwähnt, dass dieses Board kompatibel mit Arduino ist. Und das bringt halt auch den Vorteil, dass viele von den Sensoren, die man kaufen kann, halt auch einfach out of the box funktionieren und auch mit den Beispielen funktionieren. Und noch eine Sache, die Intel richtig gemacht hat. Sie besetzen eine ganz spezifische Nische damit. Denn es gibt kein anderes Gerät, was ich jetzt kenne, was out of the box mit Node.js programmierbar ist. Man kann das sicherlich auch mit einem Raspberry Pi machen, ist aber wesentlich schwieriger, wie ich gleich zeigen werde. Tessel kann das. Tessel ist auf Hardware und zwei ist in Linux. Da können wir uns ja dann mal drüber unterhalten. Das würde mich mal interessieren. Was kostet? Es kostet um die... Also ich habe es für 60 Euro gefunden, also 62, aber der Normalpreis ist so 80 Euro ungefähr. Genau. Ja, und ich möchte euch einfach mal ganz kurz zeigen, wie man damit arbeitet. Und da muss ich hier nochmal ganz kurz den Screen etwas umbauen. Kleinen Moment. Ja, okay. So. Jetzt ist das Bild wieder weg. Super. Kleinen Moment. Nee, das ist wieder das Falsche. Der berühmte Vorführeffekt. Aber es sind schöne Bilder. Ja. Ja, dank Google. Ja, was ist denn jetzt los hier? Neuer Versuch. Komm schon. Was machen wir denn jetzt? Dann improvisieren wir ganz kurz. Soll ich das meinen Rechner anzeigen? Nee, ich brauche... Ich habe einen kleinen Moment.
Vortragsposition, das ist etwas komisch, aber ich werde hier trotzdem was sagen. Ja, ich richte das erstmal ganz kurz ein und dann mache ich es mir bequem. So, dann spielen wir das mal. Ah, endlich kann man was sehen. Okay. Setz dich doch mal vorne an den Tisch. Kann ich? Ja, ist klar. Ja, mach ich mal den Platz. Ich fahre jetzt nicht lang genug, ne? Doch, geht. Okay. Das ist das Intel XDK IoT Edition. Ich habe euch vorhin erzählt, dass es da eine ganze Menge Beispiele gibt. Und wir machen jetzt mal das Hello World der IoT, indem wir eine LED blinken lassen. Ganz spannend, aber ich will euch noch zeigen, wie man damit arbeitet. Und zwar gibt es hier, könnt ihr den Mauszeiger sehen? Ja. Es gibt hier so ein Beispiel, das kann man einfach ausführen. Beziehungsweise laden. Gibt dem Ganzen noch einen tollen Namen. Ja, successful created. Und dann hat man hier so Quellcode, der aussieht wie JavaScript. Ich möchte dazu eigentlich noch ein paar ganz kleine Worte verlieren. Also man hat hier diesen require mit MR. AA, das ist ein Framework, was JavaScript in die Lage versetzt, GPIOs anzusteuern. Das kann man hier unten sehen. In unserem Fall wird der GPIO 13 angesteuert, was diese LED auf diesem Board ist. Und wir definieren, dass dieser Pin out ist, also etwas ausgibt, anstatt ausliest. Und wir haben hier eine Funktion, die periodisch aufgerufen wird, die die LED an- bzw. ausschaltet. Ja, wie arbeitet man jetzt mit dem Galileo-Board? Das Galileo-Board bringt einen Bonjour-Service mit, heißt, es ist im Netzwerk einfach verfügbar, man steckt das an und normalerweise wird es erkannt. Ich habe ja aktuell ein kleines Problem mit meinem Linux, deswegen muss ich das von Hand machen, ist aber auch nicht weiter schlimm. Man trägt hier oben einfach die IP ein, sagt Connect, dann connectet er und ist dann verbunden, ja, was man halt macht beim Connecten, und kann dann den Code hier einfach hochladen. Auf dem Linux läuft ein kleiner Daemon, der mit dem kommuniziert. Und der übernimmt das Deployment auf das Board. Und dann kann man das einfach ausführen. So. Und dann kann man sehen, Hello World des IoTs, ich hoffe man kann es erkennen, dass diese LED beginnt zu blinken. Man kann da natürlich Sensorik noch und nöcher ranstecken, was man halt möchte. Das ist nur eine kleine Demo, was ich wollte einfach zeigen, wie einfach es damit funktioniert. Das sind Onboard-LEDs. Das ist eine Onboard-LED. Ich könnte jetzt hier auch eine LED reinstecken, würde auch funktionieren, müsste ich einen anderen Pin nehmen und fertig. Ja. Jetzt habe ich meine Präsentation hier nicht mehr, aber ich sage vielleicht trotzdem noch meine kleine Zusammenfassung. Also, ich habe noch was vergessen. Man kann direkt auf dem Board debuggen. Durch diesen Daemon ist es möglich, direkt Breakpoints zu setzen und den Code zu debuggen. Das habe ich auch bei noch keinem anderen Board so gesehen. Also, man kann das sicherlich auch alles mit einem Raspberry Pi oder mit einem Tesla, den kenne ich leider nicht. Ich weiß nicht, was da so möglich ist. Ja, das geht auch. Die IDE ist tatsächlich an der Stelle noch ein bisschen buggy. Oh, ihr seht meine Notizen, super. Das fällt mir jetzt erst auf. Jetzt habe ich euch gespoilert, ne? Das mal so. Ich glaube, dass die ganze Szene in den letzten Monaten große Fortschritte gemacht hat. Also der Weg aufeinander zu war der richtige Weg.
Das ist wahrscheinlich größtenteils über die Arduino- und Maker-Szene gekommen. Und man sieht auch, dass da Nachfrage da ist. Man sieht an solchen Produkten, dass da Bedarf da ist und dass diese Nische besetzt werden will. Intel hat da echt, meiner Meinung nach, ich klinge jetzt hier total wie der Intel-Fanboy, aber ich finde, die haben echt einen guten Job gemacht an der Stelle. Ich würde mir persönlich noch wünschen, dass es irgendwie mal noch Node.js an den Chip gibt. Also, dass man wirklich so einen ganz kleinen Chip hat, den man irgendwo in ein Gerät einsetzen kann. Ja? Also, Intel hat kein Interesse an den Boards, sondern Interesse an den Chips. Intel macht Folgendes bei den Motherboards, also von den großen Formaten auf die kleinen. Mhm. Wir bringen zwei oder drei Demo-Boards raus, die jetzt im voll verkauft werden, also zum Beispiel als der letzten Boards noch mit Parallelschnittstelle oder der Herde, und dann sagen sie, liebe Industrie, wir haben euch das jetzt gezeigt, und dann geht es, die große macht ihr MSIs, ihr und so weiter. Sie wollen also nicht ins Boardgeschäft rein. Und hier müsste es genauso sein, denn es wird hier versucht, eine Pentium-CPU, dann wurde mal das vorher meine 486-CPU in der vorvorigen Version, ja, und das Volk zu bringen, also wieder hier die X68 geschickt und sogar wertfrei. Und es ist nicht das Geschäft von Intel, Evalboard zu machen. Das ist ja von den anderen, anderen Chip-Herstellern, Freescale und wo was da noch gibt. Das ist auch nicht deren Geschäft. Die machen es nur, weil es hilft. Und wenn jetzt jemand damit eine Anwendung machen würde, kriegt er diese Probleme, von denen kein CE-Zeichen. Und irgendwie hat mal irgendeiner, ein Chip-Hersteller hat mal ein MS-DOS-File-System für die SD-Karte mit draufgetan. Das hat Kunde kommerziell eingesetzt und hat mal gesagt, die Hand aufgehalten. Ja, dass es da noch Probleme gibt, ja, natürlich. Er war als erstes. Das Skalierboard hast du auch bei den neuen jetzt Siemens Gateways, die rauskommen. Das ist exakt das Board halt, customized mit Siemens drauf. Deshalb, okay, konforme Coding und so weiter, dass du Industrieanlagen reinpacken kannst. Cool. Und auch komplette Einbindung in TIA-Portale, was sich was noch folgen wird. Das ist exakt das Ding. Eigentlich könnte man das mit Intel XDK auch programmieren. Vermutlich, ja. Es ist das exakte Motherboard, ne? Cool. Wusste ich auch noch nicht. Da muss man gucken, Galileo, Siemens, mal Google, dann stellst du Newsberichte. Seit April gibt es da schon die ersten Boards. Okay. Also die ersten Gateways. Ne? Mach ich mal. Cool. Du hast da Ahnung von? Ich interessiere mich gerade für das. Okay. Ja. Okay. Ich habe mich da eingelesen wegen Industrieanwendungen. Okay, lass uns da mal reden. Bestimmte Temperaturbereiche bis minus 40 Grad und so weiter. Weil das sind ja eigentlich wohnungstemperaturmäßige Lösungen, die man hier macht, aber keine Industrieanwendungen. Ja, stimmt. Da müsste man dann noch ein bisschen was hinterher drauf machen, damit das konstant bleibt. Yes, yeah. Du sagtest, es ist Arduino-kompatibel. Ja. Sprich, man könnte, ich komme jetzt aber nicht aus dieser IoT-Schiene, aber man könnte jetzt einfach da auf diesem Galileo-Board sich was entwickeln und dann ein Arduino untersetzen und könnte funktionieren, oder stelle ich mir das gerade viel zu einfach vor? Da bin ich tatsächlich auch ein bisschen zum Teil überfragt, wollen wir es mal so sagen. Ich weiß nicht genau, was die Zertifizierung bei diesem Board aussagt. Es sagt auf jeden Fall, dass du diese Shields, die du kaufen kannst, wie diese Groove-Sensorik, einfach da draufstecken kannst und die funktioniert. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass du den Code, der hier läuft, auch auf einem ganz normalen, kompatiblen Arduino laufen lassen kann. Das wird dann aber nicht Node.js sein. Ja, klar. Das wird dann eher C oder der C-Dialekt, den Arduino spricht, sein. Ja? Die Idee mit dem Node.js on the Chip ist falsch gedacht, jetzt auch beim Feedback von der Firma. Vor ein paar Jahren gab es von Firma Atmel JavaScript on the Chip, also jedenfalls Java-Unterstützung. Am Ende kam noch raus, es gab dann irgendwie eine Firma, die wir gleich 50.000 Euro hatten, nur bei dem Wertium. Und wenn du dann hier mal Kit für 1.000 kaufst, darfst du das nicht produktiv einsetzen. Mhm. Ist ansonsten tote Hose gewesen. Diese Firma ist inzwischen jetzt bei ST gelandet, also das gleiche oder das gleiche Spiel, das bringt nicht. Und das andere ist, das Tesla-Board, Einzug, da kann man drüber reden, war genau ein ARM-CPU-Board ohne Linux mit wenig Speicher und es war Node.js 0.12 drauf. Mhm. Du in 30 Jahren eine Heizungsanlage warten müssen oder dein Nachfolger mit einem Node.js 0.12, was nicht auf Version 4, 5, 6, 10, Problem, ja, upgradebar ist, weil es da sehr viel Anpassungsarbeit gab. Genau von der Arbeit dieser dynamischen Sprachentwicklung, da hast du Peter vorhin noch viel gesagt, in 2 Jahren funktioniert alle Programmierung jetzt, in 2 Jahren haben wir
Ja. Also jetzt unabhängig von den Speichergrößen, das war nicht das Problem. Auch FPGA wenn ich das Problem. Das muss 10 Jahre verfügbar sein. Das muss 10 Jahre die gleiche. Das ist richtig. Diese Demo ist auch mehr als Consumer-Demo gedacht, als wirklich jetzt produktiv für uns im Einsatz. Ich wollte einfach mal zeigen, was aktuell so möglich ist. Widersprechen mit dem On-Ship. Ja, okay, gut, also, nehme ich mit. Also in ASIC machen ist kein Problem. Wenn das als IP umgeht und dann geben wir bis alle 4 Wochen das IP ändern kann, ist das kein Thema. Aber nicht richtig. Ja. Okay. Danke. Da hast du den gleichen Socket.